Im nächsten Beitrag geht es um ein Ereignis, heute wieder am ersten Sonntag im Monat. Und wenn ich das sage, weiß vielleicht jeder schon, was gemeint ist, nämlich den Finsterwalder Trödelmarkt. Immer am ersten Sonntag im Monat. Und auch diesen Sonntag am 7.11. fand der Finsterwalder Trödelmarkt wieder statt. Bei regnerischem Wetter, wenig Besucher und wenig Händler. Alles wie immer auf dem Parkplatz Edeka Aldi. In Sonnewalde ist einiges gefallen. Was? Das zeigt der nächste Beitrag. Auf dem Sonnewalder Markt wurden alle Linden gefällt. Wie man uns mitteilte, ist das sinnvoller, als peu à peu alle Linden zu fällen, da alle verfault und krank waren. Alle Linden werden im Frühjahr durch neue Pflanzungen von kleinen Linden ersetzt. In den nächsten Jahren ist auch eine Erweiterung des Marktplatzes von Sonnewalde geplant. Die neuen kleinen jungen Linden behindern dies weniger als die großen. Und so kann peu à peu der Marktplatz verschönert und erneuert werden. Das war die Finsterwalder Wochenschau für diese Woche. Ich verabschiede mich schon mal bis zur nächsten Sendung, bis es wieder heißt. Herzlich willkommen zur Finsterwalder Wochenschau. Und jedes Mal zum Abschluss gibt es noch den Ausblick auf das Wetter der kommenden Woche. Ja, die Finsterwalder Wochenschau immer regelmäßig, unregelmäßig, nicht genau, manchmal im Abstand von einer Woche. Aber wir bemühen uns, das hinzukommen. Ich sage Tschüss und hier noch die Wetteraussichten. Ja, und damit kommen wir zu den Wetteraussichten für die nächste Woche. Morgen bleibt es auch eher trübe und regnerisch. Bei 5 Grad, um die 5 Grad. Ähnlich wie heute. Dienstag und Mittwoch wird es dann wieder etwas wärmer und auch die Sonne zeigt sich da viel öfter und die Temperaturen werden um die 8 Grad liegen. Bis Samstag wird es dann nochmal ein klein wenig wärmer, bis zu 11 Grad. Allerdings gibt es dann auch wieder viel mehr Regen. Ja, und das war das Wetter für die kommende Woche hier aus dem Park in Sonnewalde. Vielleicht auch mal wieder ein Tipp, aber dann bei besserem Wetter zum Spazierengehen.